In manchen buddhistischen Traditionen geht man davon aus, dass die wunderbaren Herzensqualitäten, die Sobhana, uns bereits innewohnen. Anders gesagt, die grundlegende Natur unseres Geistes ist gut. In der tibetischen Dzogchen-Tradition gibt es eine Buddha-Form, die den ursprünglichen Geist darstellt. Buddha Samantabhadra, was ungefähr so viel heißt wie das Allgute. Es ist das, was wir wirklich sind. Qualitäten wie Großzügigkeit, wie Güte, Mitgefühl, Vertrauen, Gewahrsein, Weisheit wohnen uns inne. Manchmal fragt man sie, wieso man nicht mehr davon sieht, wenn sie uns innewohnen. Das Beispiel, das gebraucht wird, ist das vom offenen Raum und der Sonne, die am klaren Himmel scheint. Der Raum, der offene Raum ist immer da. Der klare Himmel ist immer da. Ich finde das immer eindrücklich, wenn ich bei schlechtem Wetter losfliege. Dann kommt das Gerumpel und das schwarze Zeug, das vorbeifliegt und dann Platz macht. Erstens mal ist offensichtlich, dass der offene Raum noch hier ist, sonst hätte das Flugzeug ziemlich Schwierigkeiten. Aber außen tut es ziemlich dicht. Man weiß, dass der offene Raum und der Sonnenschein da ist, aber es wirkt, man hat schon gar nicht den Eindruck, als ob es so wäre, bis man durch ist und es wieder klar ist, es wieder sichtbar ist. Wolken und Sturm in unseren Herzen, in unserem Geist verdunkeln immer wieder diese Wirklichkeit, verhüllen sie, und wenn wir identifiziert genug sind, damit vergessen wir es, dass es nicht wirklich uns, unsere Natur, unser Wesen ist. Vergessen es allzu leicht. Dann sind wir gefangen und Liebe scheint weit weg. Und doch, wenn wir die Liebe erfinden müssten oder wenn man uns als kleine Kinder erklären müsste, wie man das macht. Komische Vorstellung. Also wenn ihr euch denkt, man hat uns erklärt, wie das ist. Man kann's anregen, man kann's kultivieren, man kann's vor allem vorleben, aber es muss in uns drinnen sein. Wüssten wir nicht darum. So gesehen ist die Praxis von liebevoller Güte, von Mitgefühl, ein immer wieder Kontaktieren dieser innewohnenden Natur, ein Wiederfinden von dem, was schon da ist. Zugang zu Liebe und Mitgefühl entsteht durch Verbundenheit. Oft fühlen wir uns getrennt, gerade wenn die dichten Wolken und Schneegestöber von Aversion und Ärger und Hass und Verlangen und Zweifel und Ruhelosigkeit und Schläfrigkeit, wenn die stark sind. Wir fühlen uns getrennt, einsam, irgendwie belanglos. Sinn ist schwer zu finden. Was helfen kann, um Verbundenheit herzustellen, ist die Reflexion über unsere Abhängigkeit von vielen Lebewesen. Wenn wir die in einer geschickten Art und Weise immer wieder üben. Vielleicht gibt's Brot zum Frühstück oder zum Abendessen. Einen Moment darüber nachdenken, was alles und wer alles involviert ist und war, bis das Brot auf dem Tisch steht, zurückgeht, so weit wie wir wollen. Vielleicht bis zum Pflügen eines Ackers. Oft, wenn man frisch gepflügte Äcker sieht, sieht man all die Hunderten von Vögeln, die sich auf dem Acker gütlich tun an all den Insekten und Würmern und allen anderen Lebewesen, die aus dem Boden nach oben gedreht werden. Die Arbeit des Ackens, des Pflügens, des Säens, des, was immer es sonst noch braucht, des Erntens, des Mahlens, des Transportierens, des Backens und die Arbeit der Leute, die Metall aus Bergwerken hervorholen, um in Fabriken Maschinen herstellen zu können, mit denen man ackert und mahlt und
transportiert. Die Menschen, die dann das Brot gebacken ist, es verkaufen. Die Menschen, die hingehen und es kaufen und bringen und schneiden und hinstellen. Und natürlich die Gomfi dazu, gerade dasselbe. Ist auch wieder ein langer Prozess. Die Butter, der Kaffee, Tasse Kaffee, Brasilien oder Tansania, wo immer der auch alles herkommt. Menschen, die auf Plantagen arbeiten, meist sehr schlecht bezahlt, sehr viel Frauen, Kinderarbeit, eigentlich oft Sklavenarbeit, auch wenn das heute nicht mehr so heißt. Die ganzen Prozesse, bis Kaffee bei uns auf dem Tisch aus der Tasse dampft. Und wie es weitergeht, hört dann auch nicht auf, wenn Brot und Konfi und Kaffee mal verschlungen sind. Geht es dann auch wieder weiter nach einer Weile und da braucht es die Spengler und die sanitären Anlagen. Und da oben, wo der Wald jetzt abgeholzt worden ist, gibt es neue irgendwie Wasserreservoirs oder etwas, die wir brauchen dann. Die ist ja auch ganz hilfreich, wenn man drückt auf diesem Kasten, dann schimm, geht das Zeug weg und da, dort hört die Kette auf. Oder? Oder geht sie weiter unter den Boden, zu den Aras, wo wieder Leute, ich weiß nicht mal, was die machen dort. Bis man es dann wieder in den See einleiten kann. Wir sind abhängig von Luft, wir sind abhängig von Wasser, wir sind abhängig von Nahrung, wir sind abhängig von Eltern, ohne Eltern gäbe es uns gar nicht. Wir sind abhängig davon, von ihnen lange Zeit versorgt zu werden und vieles, das sie uns beibringen. Und wir sind abhängig von Ärztinnen und Pflegepersonal und Lehrerinnen und Lehrern und alles, was man uns beibringt, was wir wissen müssen, um überleben zu können. Phänomenal. Komplex verwobenes Netzwerk von Abhängigkeiten. Die Idee, dass wir nicht verbunden sein könnten, ist eigentlich Schwachsinn. Ist Schwachsinn. Und doch fühlen wir uns immer wieder so getrennt und isoliert und ich und die anderen und alles, was dazugehört. Hilfreiche Kontemplation. Man muss vielleicht aufpassen, man kann die Kontemplation auch machen und sich dann schuldig fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben. Das wäre ja etwas, was wir auch gut sind. Dafür ist sie nicht gedacht. Sie ist gedacht, um ein Gefühl dafür immer wieder wachzurufen, dass wir mitten im Leben drin sind. Unzählige Menschen sind von uns abhängig in verschiedenster Art und Weise. Und das ist auch richtig so. Es geht in jeder Richtung. Wir sind verbunden, ob wir es merken und wahrnehmen oder nicht. Und wenn wir uns bemühen, es immer mal wieder wahrzunehmen, dann entsteht Zuneigung, Verbundenheit, kann liebevolle Güte, Mitgefühl, mit Freude entstehen. In der tibetischen Tradition wird die Kontemplation, die Reflexion oft geübt, dass man alle Lebewesen als seine Mutter sieht. Und das ganz einfach in einem buddhistischen Kontext. Wir sind seit anfangslosen Zeiten, sind wir in diesem Daseinskreislauf, in jeder Daseinsform schon x-mal in Verbindung mit anfangslos. Also waren wir alle schon unsere Mütter, also ihr meine, ich eure, in verschiedensten Formen, in verschiedensten Situationen. Und jedes Mal oder fast jedes Mal habe ich für euch gesorgt. Und habt ihr für mich gesorgt und habt ihr füreinander gesorgt. Und es ist auch immer wieder sehr eindrücklich. Ich weiß, für uns ist diese Reflexion ein bisschen fragwürdig, weil wenn wir nicht so überzeugt sind, dass wir schon seit anfangslosen Zeiten kreisen, dann ist sie auch nicht so überzeugend. Und doch ist es irgendwo berührend, sich das vorzustellen. In diesen Praxiszyklen heißt es, diese Meditation hat man das Ziel erreicht, wenn man irgendjemanden, irgendeine Person, irgendein Hund oder wer irgendwie daher kommen sieht und denkt, oh, Mutti.
Wenn es wirklich, wirklich spürbar ist, auch wirklich sich vorstellen, was das bedeuten würde. Und nur ein kleiner Teil davon. Liebevolle Güte aus Verbundenheit. Metta, das Pali-Wort von der Wurzel Met, heißt so viel wie sanft. Sanskrit-Wort Maitri heißt Freund, Freund. Eine sanfte Freundlichkeit. Oder anders gesagt, Metta, liebevolle Güte, ist der Wunsch, dass Lebewesen glücklich sein mögen. Alle Lebewesen. Dass wir Lebewesen froh sein mögen, dass wir gesund sein mögen, dass wir in Sicherheit leben mögen, dass wir unbeschwert sein können. Wenn ihr euch erinnert aus der Metta Sutta, die da vorne hängt, ob schwach oder stark, lang, mittel oder kurz, winzig oder riesig groß, sichtbar oder unsichtbar, ganz in der Nähe oder weit weg, geboren oder noch ungeboren, mögen alle Lebewesen ohne Ausnahme glücklich und froh sein. Dieser Wunsch ist die innere Bewegung des Herzens, wenn wir verbunden sind und Lebewesen begegnen. Mitgefühl. Der tibetische Lama Trungpa Rinpoche, der schon sehr lange jetzt gestorben ist, war einer der jungen Tulkus oder Rinpoches, der sehr früh, also in seiner Jugend, aus Tibet flüchten musste und der in Indien, in Sikkim, eine sehr gute Erziehung genoss, auch früh Englisch lernte und später in England, an der, glaube ich, Cambridge oder Oxford University studierte, sehr außerordentlich brillanter Geist, der eine riesige Gefolgschaft von Leuten hatte in Amerika. Er war außerordentlich gut, die recht oft archaischen und eben sehr buddhistischen Sichtweisen in treffende westliche Aussagen umzumünzen. Er hatte einen Nachfolger bestimmt, Özel Tenzing, das war ein westlicher Mann, und der erzählt folgende Geschichte. Einmal kam seine Heiligkeit Tenzin Rinpoche zu Besuch in Boulder, Colorado, im großen Zentrum, ist ein Zentrum und eine Uni, und gab dort Belehrungen und Initiationen und lehrte Meditation und traf natürlich auch Trungpa Rinpoches Nachfolger und sagte ihm auch: Bevor ich gehe, erinnere mich daran, dass ich noch etwas ganz Wichtiges habe, das ich dir mitteilen möchte, das ich dir weitergeben möchte. Und Özel Tenzing sagt, da war er sehr berührt und auch ein bisschen aufgeregt. Der eigentlich größte lebende Meister aus der tibetischen Tradition, der ihm was zu sagen hat. Und hat auch nicht verfehlt, natürlich, Abreisetag, Tenzin Rinpoche noch daran zu erinnern. Und Tenzin Rinpoche hat gesagt, genau, das ist sehr wichtig. Also, Tenzin hat gesagt, natürlich hat er gedacht, es gibt irgendeine ganz geheime Initiation oder irgendein wichtigste Mantra. Oder. Und Tenzin Rinpoche hat gesagt, jetzt wo du Vorbild sein wirst, wo tausende von Menschen auf dich schauen werden und mit Fragen zu dir kommen werden und Ratschlag von dir und Belehrungen von dir wollen, gibt es etwas, das aller einzig Wichtigste überhaupt. Du musst sehr mitfühlend sein. An die Belehrung des großen Tenzin Rinpoche, an den Nachfolger des berühmten Trungpa Rinpoche. Mitgefühl entsteht dann, wenn wir in Kontakt sind mit Leiden und es fertigbringen, uns dafür zu öffnen. Wenn wir mit Leiden in Kontakt sind und offen sein können, entsteht Mitgefühl. Mitgefühl muss man nicht machen. Eigentlich kann man es gar nicht machen. Es ist die natürliche, die spontane Antwort des Herzens, wenn wir in Kontakt sind mit Leiden, mit Schmerz. Und natürlich müssen wir bei uns selbst anfangen, muss es uns bei uns selbst gelingen, müssen wir es bei uns selbst üben. Und die meisten von uns haben jede Menge Gelegenheit, auch im Retreat, schwierige Gefühle, schmerzhafte Emotionen, schmerzhafte Körperempfindungen, Dinge, die nicht so gehen, wie wir wollen,
die Meditation, die anders ist, als wir sie uns vorgestellt haben. Oder die Meditation, die sogar so ist, wie wir uns vorgestellt haben, aber dann, so what? All die schmerzhaften Erinnerungen und die Sorgen vor der Zukunft. In dem Maß, wie es uns gelingt, dafür da zu sein, wenn diese Gefühle in uns da sind, wenn Leiden in uns da sind, in dem Maß wird Mitgefühl da sein für uns selbst. So wie der Satz lautet, mögen alle Lebewesen glücklich sein, der Satz von Metta, lautet der Satz von Karuna, Mitgefühl, mögen alle Lebewesen frei sein von Leiden, von Kummer, von Schmerz. Das ist der Wunsch, der entsteht, wenn das Herz in Kontakt ist mit Leiden. Möge dieses Leiden gelindert werden. Mögest du, möge ich, mögen wir frei sein davon. Ist nicht einfach. Nicht einfach. Sogenannte ferne Feind, was direkt gegenüber von Mitgefühl ist, Erbarmungslosigkeit, Grausamkeit, Gewaltsamkeit, ist offensichtlich, ist klar. Schwierig ist es mit den nahen Feinden, was fast aussieht wie Mitgefühl, was auch in Kontakt mit Leiden entsteht. Aber anders ist als wirkliches Mitgefühl. Immer dann, wenn wir uns verschließen, wenn wir uns dem Leiden nicht öffnen können, wenn aversive Strategien da sind, wenn wir es loswerden wollen, wenn wir es verdrängen wollen, wenn wir es möglichst nicht spüren oder nicht sehen wollen. Und das ist oft der Fall. Am liebsten möchten wir es nicht haben. Gibt es viele Strategien. Eine, die ich bei mir gut kenne, ist, wenn ich Gelegenheit habe, sofort Lösungen vorzuschlagen. Ich weiß nicht, ob das ein Männerding ist. Bevor ich's fühlen muss. Schlechtes Gewissen. Leiden ist da, aber ich kann's nicht wirklich zulassen und tut dann trotzdem etwas. Schick mal 100 Franken nach Dings. Und das ist auch wichtig. Also nicht, dass wir mit solchen Dingen, die hilfreich sind, warten, bis das echte Mitgefühl kommt, okay? Das wird uns nicht verstehen. Gönnerhaftes Mitleid, herablassendes Mitleid, Selbstmitleid, ist eigentlich auch nicht, und Grab stehen und weinen, aber eigentlich ist es ich armer, auch ich werde enden. Und überhaupt kein Kontakt zu, was eigentlich geschehen ist und wer da ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und immer wenn es uns gelingt, uns zu öffnen, entsteht Mitgefühl als Antwort auf das Leiden. Es entsteht einerseits als Wunsch, Leiden zu lindern. Ist vielleicht dieser Vers von Ryokan, der das ausdrückt. Ach, wäre doch meine Robe weit genug, um aufzunehmen all die leidenden Wesen dieser dahintreibenden Welt. Oder Shantideva, der schreibt, möge ich Arzt und Medizin und möge ich Pfleger sein für die Wesen dieser Welt, bis alle ohne Ausnahme geheilt sind. Möge ich ein unerschöpflicher Schatz sein und möge ich mich in all die Dinge verwandeln, welche die Lebewesen benötigen. Der Wunsch, Leiden zu lindern. Und der zweite Aspekt ist es, nach besten Möglichkeiten es auch zu tun. Handeln, wenn gehandelt werden muss und gehandelt werden kann, in Bereichen, in denen es uns möglich ist, manchmal sogar in Bereichen, in denen wir denken, dass es uns nicht möglich ist, und so weise wie möglich zu handeln. Es gibt Bilder von Avalokiteshvara, großen Mitgefühl aller Buddhas, wo er mit 1000 Armen und 1000 Händen dargestellt wird. Alles Arme und Hände, die den leidenden Wesen helfen. Und alle haben ein Auge. Jede Hand hat ein Auge der Weisheit. Das Handeln aus der Verbundenheit kommt und aus der Gelassenheit und der Weisheit, die versteht, wie aus was Leiden entsteht und kommt und wie es gelindert werden kann. Liebevolle Güte, Mitgefühl, mit Freude, eine innewohnende Qualität unseres Herzens und Geistes. Vielleicht könnte man es auch Wertschätzung nennen,
oder Anerkennung nennen. So wie Mitgefühl, Karuna, entsteht, wenn das Herz in Kontakt ist mit Leiden, genauso entsteht Mudita mit Freude, wenn das Herz in Kontakt ist mit Glück, mit Erfolg, mit Wohlergehen. Das ist die erste Reaktion. Und der Satz ist, und der muss verstanden werden im Zusammenhang mit der Erfahrung des Glücks, des Erfolges, des Wohlergehens von jemandem. Möge dein Glück, dein Erfolg, dein Wohlergehen nicht enden, zunehmen oder andauern. Die Schwierigkeit ist der ferne Feind, Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken. Vielleicht sehen wir Erfolg von anderen. Erste spontane Reaktion ist eigentlich fast immer ein Moment von Mitfreude. Und dann nur aber, wieso der? Ich meine, es ist schon okay, aber es ist so phänomenal. Ich denke, dort sind vielleicht die gegenüberliegenden Feinde, in Anführungszeichen, die schwierigeren. Der nahe Feind ist Überschwang. Oh, ist das nicht wunderbar? Ja, es freut mich doch, hast du so schöne... Und irgendwie ist Freude, aber es gar kein Kontakt. Es ist Überschwang. Es geht in Richtung Heuchelei. Es sieht zwar recht aus, aber es ist eigentlich nicht in Kontakt mit dem eigentlichen Glück, Erfolg oder Wohlergehen. Und ich denke, unsere besondere Schwierigkeit in der jüdisch-christlichen Kultur ist unser ziemlich schwerer Mangel an Selbstwertschätzung und an Fähigkeit, uns selbst schon einfach nur voll und ganz zu respektieren für das, was wir sind. Es ist immer wieder interessant, in Asien Lehrende zu fragen, die wirklich genügend Kontakt haben mit westlichen Menschen, dass sie was darüber aussagen können. Wenn man sie fragt, was sie das als das eines der großen Probleme, eines unserer großen Probleme anschauen, und ist fast immer Mangel an Selbstwertschätzung, Selbsthass sogar, Gefühl, wirklich nicht wert zu sein. Und wenn das irgendwo tief drin ist und es 2.000 bis 5.000 Jahre des Sündigseins, des Nicht-Okay-Seins, der sogar Ursünde, mit der man geboren ist, des Lernens, dass es göttliche Gnade braucht, damit wir wieder okay sind. Und das ist schon, auch wenn wir nicht direkt beeinflusst sind, wenn wir vielleicht nicht sehr stark frommen christlichen Werten ausgesetzt sind, immer wieder zu finden in vielen von uns. Und dann ist es schwierig, wenn wir nicht Selbstwertschätzung finden, ist es sehr schwierig, Wertschätzung für andere zu finden. Ein Ungleichgewicht da ist. Und deshalb ist es mit Freude so wichtig, bei sich selbst anzufangen und das wirklich für sich zu üben. Und das ist interessanterweise, bei Metta heißt es, dass man bei sich selbst anfangen soll, auch bei Mitgefühl. Bei Mitfreude ist sich selbst eigentlich nicht so wichtig, traditionell. Und für viele von uns, die diesen Aspekt praktiziert haben, ist es sehr eindeutig geworden, dass für uns ganz wichtig ist, dass wir das üben, üben, üben. Beispiel, wie schon erwähnt, was wir am Abend, 8:45, 9:30 kurz üben, Wertschätzung für unsere Praxis. Fällt uns das ganz leicht? Hey. Und wir finden noch fast selbstverständlich, dass es uns nicht leicht fällt. Und dann kommt sofort, ja, dann sind wir stolz oder eingebildet oder all das Zeug. Hat man es vielleicht auch gesagt. So wahnsinnig wichtig. Und gerade weil es so schwierig ist. Es braucht wirklich Praxis und Auseinandersetzung. Ich würde sagen, jeden Tag ein bisschen sich darin üben. Ich habe 5 Wochen Mudita praktiziert und Shane Salzburg hat gesagt, mach Listen, 3 Dinge pro Tag, die an dir gut sind, die du gut gemacht hast, die du toll findest an dir. Und nach etwa 2 Tagen war es wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Jedes Mal, wenn mir etwas in den Sinn kam, hat er etwas gesagt, ja, aber das war doch nichts. Oder das war ja gar nicht wirklich. Das habe ich ja aus einem anderen Grund gemacht oder was immer. Es geht nicht allen so wie mir, aber eine gute Übung macht euch
eine Liste in den nächsten paar Wochen mit 2, 3 Dingen. Ich habe dann schon gelernt, zum Beispiel kann man dann sagen, ich habe ihn freundlich gegrüßt. Ja, ist gut. Ich meine, er hätte ihn auch unwirsch grüßen können oder überhaupt nicht grüßen können. Wertschätzung sind drei Bereiche. Heilsame Qualitäten, gute Qualitäten, die uns ja innewohnen. Es ist ja nicht mal Einbildung, dass wir denken, wir haben die gemacht, weil sie wohnen uns ja inne, dass wir zumindest die dem Leben innewohnenden guten Qualitäten hier wertschätzen können. Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Vertrauen, Weisheit, Erkenntnis. Und dann bei anderen sehen. Zuerst dort bei denen, die uns nah sind, die uns lieb sind, da ist es einfacher. Bei anderen ein bisschen schwieriger, ich würde nicht allzu weit gehen. Mit all diesen Qualitäten ist es nicht sinnvoll, sie zu forcieren. Das ist völlig kontraproduktiv und kommt nochmals aus einem falschen Verständnis. Ich muss das hinkriegen. Und liebevolle Güte, Mitgefühl und mit Freude kann man hinkriegen. Man kann nur sich darin üben, sie entstehen zu lassen. Zum Beispiel, indem man anfängt, gute Qualitäten zu sehen in sich und anderen. Anfängt, und das ist der zweite Punkt, hilfreiches Tun bei sich zu sehen und schauen, ob wir das anerkennen können. Sagen, das war gut, das war hilfreich. Und dann bei anderen sehen, uns vielleicht bei anderen leichter sehen können. Und dann gute, hilfreiche, angenehme Dinge, die wir haben, wertzuschätzen. So vieles, was wir als selbstverständlich nehmen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Gerade hier im Westen, gerade hier in Westeuropa. Fantastisch, was wir alles haben. Ich meine, es ist schon ein bisschen übertrieben, verglichen mit fast überall auf der Welt. Dass wir das wertschätzen, anstatt für selbstverständlich nehmen. Wir haben nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern wir haben eine schöne Holzdecke über dem Kopf. Und sie hält, getestet von Statikern, falls ihr je Zweifel gehabt habt. Wir drehen an so ein Ding, kommt heißes Wasser raus, dann kann man verschieben, bis es ganz genau richtig ist. Und dann läutet es, dann gibt es was zu essen. Es gibt nicht Brot und was zu trinken. Ich meine schon nur das Frühstück, was es alles gibt. Das muss man sich anstrengend sagen, soll ich heute Porridge nehmen oder noch von diesen Dingen oder gibt es noch das und 3 Sorten Brot, ob ich jetzt das oder das. Darum geht es manchmal so lange, bis alle durch sind. Wertschätzen, was wir haben. Wir haben so viele gute Dinge. Wir haben politische Freiheiten, wir haben Glaubensfreiheit, wir haben Pressefreiheit. Und klar gibt es vieles, was nicht okay ist, aber verglichen mit großen Teil dieser Erde ist es immer noch außerordentlich. Wertschätzen der heilsamen Qualitäten in uns selbst, dann in anderen, des hilfreichen Tuns von uns selbst und von anderen, der guten, hilfreichen und angenehmen Dinge, die wir haben und die andere haben, können wir mit Freude üben, indem wir uns öffnen, für Gutes zu sein. Ich habe auch, als ich den langen Retreat gemacht habe, gemerkt, dass ich auch nicht geübt bin. Ich bin eher geübt, Leiden zu sehen und dort Mitleid zu spüren, als Freude zu sehen, außer bei Menschen, die mir ganz nah sind. War mir vorher auch nicht so klar, dass es auch eine Übung braucht, das zu sehen und sehen zu wollen. Es ist eigentlich von all den Praktiken, all den Meditationsübungen eine der besten, weil es ja nicht so anstrengend mit das Auf- und Abgehen und Sitzen unbeweglich und das ist ja wahnsinnig anstrengend. Verglichen damit, dass wir durch die Welt gehen könnten und uns fast, es gibt fast immer Leute irgendwo, die Glück haben, die Freude haben, die in der Lotterie gewonnen haben, die in einem Retreat teilnehmen können, die vor uns den Vortritt haben. Das ist das Schwierigere. Und ist außerordentlich hilfreiche, positive, heilsame Energie. Alle drei, liebevolle Güte, Mitgefühl, mit Freude. Die vierte der Qualitäten, über die ich sprechen möchte, ist Gelassenheit.
Wenn wir Menschen begegnen, ist Metta die ideale Art, sie zu begegnen. Und wenn sie etwas brauchen, ist es natürlich Dana, Großzügigkeit. Metta ist auch die einfachste dieser Praktiken, weil Metta kann man einfach wünschen. Ist nicht so, ja, es ist ein bisschen plakativ gesagt, man kann auch Metta einfach so verteilen. Ist natürlich schon wirklich Kontakt zu machen und Menschen so wie sie sind, zu spüren, wahrzunehmen, wertzuschätzen. Aber es ist einfacher als Mitgefühl, weil bei Mitgefühl wir zuerst fähig und willens sein müssen, uns verleiten zu öffnen. Das macht es etwas schwieriger. Und mit Freude ist auch im gleichen Sinn etwas schwieriger, weil wir zuerst fähig sein müssen, Glück, Erfolg und Wohlergehen zu sehen und uns dafür zu öffnen, damit es sich freuen kann. Metta für die Lebewesen, denen wir begegnen. Karuna, wenn Mitgefühl, wenn wir dem Leiden begegnen. Mit Freude, Wertschätzung, Mudita, wenn wir Glück und Erfolg und Wohlergehen begegnen. Und Gelassenheit, die zurückkehrt und in sich ruht. Upekkha, Gelassenheit, ist sehr eng verwandt mit Weisheit. Die drei Herzensqualitäten von Metta und Mitgefühl und Mitfreude entstehen aus der Verbundenheit. Gelassenheit entsteht aus dem Verständnis des Daseins, der Wirklichkeit, wie sie ist. Gelassenheit erkennt und kann voll und ganz akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Und sie hält und trägt und durchdringt die anderen drei Qualitäten. Wenn liebevolle Güte da ist, ohne Gelassenheit, kann sie, das Wort ist gefallen hier, kitschig werden, sie kann sentimental werden und vor allem kann sie Erwartungen haben. Also, ich liebe dich, wenn du so bist, wenn du das tust, wenn ich das zurückkriege, bedingt. Gelassenheit macht sie unbedingt. Das heißt, einfach, ohne was zurückhaben zu müssen dafür. Sie trägt in diesem Sinn, die Gelassenheit trägt Metta. Macht sie unsentimental und unkitschig. Gelassenheit macht Mitgefühl fähig, das Leiden, dem sie begegnet, auszuhalten. Mitgefühl ohne Gelassenheit kann Leiden nicht wirklich halten. Das Herz verschließt sich. Dort braucht es Gelassenheit, um offen sein zu können. Und mit Freude wird durch Gelassenheit geerdet. Sie hebt nicht ab in irgendwelchen Überschwang, sondern bleibt realistisch. Ganz praktisch gesehen ist es gerade für viele von uns, die in helfenden Berufen arbeiten, es ist das, was uns vor Burnout und Stress schützt. Wenn wir geben, was wir können und dabei Erwartungen haben, wenn wir helfen und finden, aber man sollte es dann auch nützen. Oder wenn ich dich schon berate, dann kapierst du hoffentlich auch etwas. Also übertrieben gesagt, wenn wir jemanden behandeln, dann sollte es auch wirklich Heilung bringen. Das ist schon der Sinn und der Zweck und das Ziel, aber wenn das wirklich als Anspruch reinkommt, dann werden wir abhängig von Erfolg und Misserfolg, dann wird's anstrengend und dort ist Burnout, dort ist Stress vorprogrammiert. Die Erfolgs-Misserfolgsabhängigkeit und genau das wird irgendwo gehalten durch die Gelassenheit, die weiß, wir tun, was wir können, aber das Dasein ist, wie es ist. Wir können unser Bestes tun, aber es ist nicht in unserer Kontrolle. Und das ist etwas, was wir hier auch üben. Wir üben es in der Metta-Meditation. Wir kultivieren unser Wohlwollen und wünschen uns selbst und allen das Beste. Aber das heißt nicht, dass es dann allen wunderbar geht, nur weil ich Metta schicke. Schön wär's. Aber wir üben es auch, wenn wir hier praktizieren. Wir lernen in der besten Art und Weise mit der Erfahrung des Moments umzugehen und wissen gleichzeitig, deshalb wird der Moment nicht sich umdrehen und sagen, ah ja, das hast du jetzt gut gemacht, jetzt werde ich. Und Upekkha sieht das, Upekkha, Gelassenheit versteht das.
Ein klassischer Satz, einer, der gebraucht werden kann, ist, es ist, wie es ist. In diesem Sinn von verstehen, dass die Dinge in ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit, wie sie sind. Und ein etwas komplexerer, klassischer Satz, der in der Gelassenheitsmeditation gebraucht werden kann, heißt ungefähr, dein Glück und dein inneres Leiden hängt davon ab, wie du mit den Dingen des Daseins umgehen kannst. Nicht von meinen guten Wünschen für dich. Klingt ziemlich hart, klingt ziemlich cool. Darum ist es wichtig, dass UPK, Gelassenheitspraxis, die vierte ist. Die ist angemessen, wenn Metta und Mitgefühl und Mitfreude entwickelt sind, da sind. Und dann sieht UPK, ich kann tun, was ich tun kann, aber was dabei herausschaut, ist nicht in meiner Kontrolle, ist nicht in meiner Hand. Ich habe alle vier dieser Qualitäten in Monats oder so Retreats geübt. Und der vierte der Retreats war Gelassenheit, UPK, mit ungefähr diesen Sätzen. Das ist dann auch Sammlungsmeditation wie Metta und Karuna. Die Qualität von Ruhe, die Eigenschaft von Ruhe, hatte ich nie vorher so dominant, so eindeutig wahrnehmen können wie in der UPK-Meditation. Wirklich cool. In beiden Sinnen des Wortes cool, aber von einer absolut tiefen Ruhe. Und mit der Ruhe auch ein bodenloses Vertrauen, was dann auch nicht immer realistisch ist und immer bleibt, aber in diesem wirklich für die Dinge da sein und gelassen damit in Kontakt zu sein. Vielleicht noch kurz ein Wort zum nahen Feind. Ferner Feind ist Reaktivität, Anhaften, Aversion ist das direkte Gegenüber von Gelassenheit. Weil Gelassenheit besteht ja auch aus Annehmen und Loslassen können. Der nahe Feind ist Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, Dickhäutigkeit, so etwas. Und das kann manchmal genau gleich aussehen. Und der Unterschied ist relativ einfach, wenn wir hinfühlen. In echter Gelassenheit sind wir in Kontakt und haben genug innere Geräumigkeit, um die Dinge zulassen und halten zu können. In Gleichgültigkeit sind wir getrennt, sind wir abgetrennt. Es geht mich nichts an. Zu. Dann sind wir cool. Aber es ist eine andere Art von cool als die Fähigkeit, offen zu sein für was immer auch kommt. Und das ist auch etwas, was wir hier üben. Wir üben uns wirklich da zu sein, wirklich mit jeder Erfahrung zu sein. Und manchmal ist sie angenehm, manchmal ist sie schwierig und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt habe ich es endlich heute. Und zwei Stunden später ist alles kollabiert und wir wissen nicht mehr, was wir hier tun. Und wir bleiben aber trotzdem. Und wenn es gongt, gehen wir wieder rein hier in Torturenzimmer. Und wenn es Leute gehen wir wieder raus und dann wechselt es wieder. Und dann wechselt es wieder. Und die Übung ist, das alles halten zu können. Das ist die Übung von UPK. Und Gelassenheit ist letztlich tiefer innerer Friede und erfüllt sein.